first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Kun Exiles Isle of Seapath. Ja, ich spiele zusammen mit den Episode 1 LP und wir werden auf unserem eigenen Server spielen. During the year of the Cobra, a prisoner, captured by unknown means, was to be transported to the exiled lands. Chained and bound aboard a slave galley out of Argos, the prisoner was carried south under threatening skies. Fate intervenes. So, und ich musste den Schwung ein wenig zensieren, weil wir sind ja hier auf YouTube und da können wir natürlich keine völlige Nacktheit einstellen. Ihr persönlich könnt allerdings, wie auch im ersten Teil, natürlich wieder wählen zwischen komplett nackt oder teilweise nackt. Das heißt in dem Fall oberkörperfrei und hier unten hängt dann dieses Lätzchen noch rum. Oder halt eben keine Nacktheit, so wie ich es jetzt gerade eingestellt habe. So, als Startposition haben wir den Südwesten gewählt. Man könnte theoretisch noch zum Nordwesten gehen, zum Nordosten oder zum Südosten oder zum, ja, Nordwesten. So, als nächstes wird dann automatisch dieser Text hier gezeigt. Sklavenfracht für Transport, Gameplayerin, Himmelianer, Urlaub im Land der Verbannten wegen folgender Verbrechen. Verführung der Jugend, derbe Sprache, ja, Vergiftung eines Brunnens, och, naja. Fracht ist bei guter Gesundheit und Unversehrtheit abzuliefern, sonst opfert der Kapitän einen seiner Männer, damit er den Platz des Gefangenen einnimmt. Ja, wir sind hier in einem neuen Let's Play und wie ihr seht, es fängt direkt schon mit einem nicht ganz so tollen Bug an.
Und zwar ist der Epi bewusstlos. Ich meine, ich mag es ja, wenn er mir zu Füßen liegt, aber bewusstlos, dann könnte man denken, ich habe ihn eins mit der Keule übergebraten. Nee, oder so. Ich bin nicht bewusstlos. Du fliegst ja sogar. Ich bin nicht bewusstlos. Doch, dein Körper fliegt hier so ein bisschen rum, aber du stehst immer noch auf bewusstlos. Nein. Also wir kümmern uns mal kurz um die Technik und sind sofort wieder da. Und der Epi steht vom Boden auf. So sieht er in seiner vollen Gestalt aus. Ich hätte aber lieber die Namen ausschalten sollen. Andererseits, dann weiß ich auch nicht auf den ersten Blick, ob du das bist oder vielleicht doch einer von den Dorfbewohnern. Stell dich mal neben mich. Nein. Auf die andere Seite. Nein. Meine linke Seite. Ja, fast. Ein bisschen zu mir drehen. Wieso guckst du mal komplett woanders hin? Willst du mich nicht angucken? Ja, weil ich die nicht sehen will. Ja, ich merk's. Ja, ich krieg da vielleicht ein gutes Bild raus. Ich bin mir nicht sicher, weil du guckst irgendwie auch so ein bisschen... Mit der Alten will ich nichts zu tun haben hier. Nein. So, jetzt bin ich mir hier gerade schon... Weil du mit mir nichts zu tun haben willst, bin ich mir hier gerade schon die... Jetzt ist er hier am Rumhampeln. Was wird das denn für ein Bild? Darf ich einmal kurz einen guten Schuss, wenn du in meine Richtung guckst? Naja, fast. Okay. Also, wir haben uns überlegt, weil Kunden gerade natürlich auch wieder sehr beliebt ist und wir auch wieder richtig Lust darauf bekommen haben, dass wir eine zweite Staffel machen. Deswegen sind wir auf dieser wunderschönen, grauenhaft gefährlichen Insel gelandet. Und zwar zeige ich euch das kurz auf der Karte. Die sieht nämlich so insgesamt aus. Und wir sind hier im Westen gelandet. Ach so, ich sehe dich ja noch gar nicht genau. Moment, dann müsste ich... Nee, ich müsste erstmal überhaupt einen Clan eröffnen. So. Genau. Moment, ist das jetzt der Name? Ja, gib einen Namen an. Ich glaube, das ist Clan-Namen. Die Überlebenden? Oder wie soll ich uns nennen? Verlorenen. Die Todgeweihten. Die Verlorenen. Ach, dann halt sowas Einfaches. Die Verlorenen. So. Ah ja, okay. Dann funktioniert das. Ja, ich habe leider auch schon Stufe 3, weil ich hier am Strand gestanden habe. Das ist ein bisschen doof. In Clan einladen. So, tada. Akzeptiert. Das heißt, wir sehen den Epi gerade nicht, weil wir stehen nämlich nebeneinander. Aber wir sehen ihn normalerweise als Punkt auf der Karte. Ist jetzt natürlich gerade ein schlechtes Beispiel, wie immer. Ich verreck hier übrigens... Achso, das war ein Feuer. Ich verreck hier gleich. Ich muss mal schnell auf die Suche nach einem Schlauch gehen. Das ist kein Schlauch. Ich mache nebenbei auch die... Das ist ein Schlauch, genau. Den nehmen wir mit. Ich mache nebenbei auch die Quest... ja, ansonsten für den Start brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer wir wissen jetzt, wie das Spiel geht. Also es wird ganz anders erstmal laufen wie mit der ersten Staffel, wo wir von Tuten und Blasen absolut keine Ahnung hatten. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen... Achso, wir müssen auch die Äste essen und trinken. Sammel die Äste nicht zu früh ein, denk da dran, weil wir sind auch noch die Journey hier nebenbei. Machen. Du hast mir jetzt meinen Schlauch weggeschnappt. Nee, da ist irgendwo bei den Leichen oder in der Kiste ist noch einer. Den habe ich auch zuletzt gefunden. Ich habe ja noch einen privaten Spielstand. Achso, ich muss den Wasserschlauch aber noch... Erstmal die Tab-Taste drücken. Nee, warte mal, jetzt, wieso habe ich jetzt zwei? Guck mal, bei dir im Menü, hast du auch einen? Ich habe einen, ja, ja. Achso. Man bekommt automatisch einen. Du kleiner Penner. Willst mir hier wieder schlechtes Gewissen machen? So, trinken abgeschlossen. Aber ich würde es auch gern gefüllt haben. Essen wäre allerdings auch ganz gut, wenn ich hier was zu essen finden würde. Deinen Wasserschlauch füllen. Habe ich gerade gemacht. Warum soll ich das jetzt nochmal machen? Er ist doch gerade wieder voll, Leute. Ah, okay. Ich sollte nach unten gucken. Okay. Pflanzenfasern wäre das nächste. Also, ich kann euch nur einen Tipp geben, am Anfang tatsächlich das zu machen, was ihr für die Quest braucht. Da hinten haben wir irgendwo Pflanzen. Ich bin mir noch nicht sicher. Da war irgendwo ein Krokodil auch in der Nähe. Warum sind hier zwei Hunde? Nee, das eine ist ein Vogel. Das ist gar kein Hund. Okay. Das Problem ist nur, ich will der Geschichte jetzt nicht vorgreifen, aber ich müsste mir eigentlich was zum Kämpfen machen.
Kann ich noch nicht, weil habe ich noch nicht freigeschaltet. Unter Wissen schaltet ihr das Ganze frei. Und am besten gerade für den Anfang ist, wenn ihr Punkte in den Krieger rein macht, also in ein Zweihandschwert. Achso, dafür brauche ich auch noch Steine. Steine und 5 von den Dingern. Wo finde ich hier Steine am Strand? Oh, Pflanzenfasern habe ich gerade auch schon mal eingesammelt. Mal eben so nebenbei. Das ist schon mal gut. Ich brauche ganz viele Steine. Hier liegen überall Leichen rum. Schatz, bitte warst nicht. Du das? Bist du denen auf den Kopf gesprungen oder das so? Nicht. Das müssen wir uns auch noch machen. Das ist eine von 3 Errungenschaften, die ich noch nicht habe. Muss man erstmal ein Bett herstellen. Ja, das... Ja gut, wir kommen sowieso hier wieder aus, ne? Ich glaube, das ist jetzt erst noch egal, aber wenn wir losgehen, dann brauchen wir auf jeden Fall eins. Ich finde nur keine... Ach, da hinten sind noch Steine. Na, hier kannst du es auch nicht platzieren, hier. Ich hoffe jetzt nur inständig, dass ich jetzt kein... Ach, guck mal, das war mein Fußabdruck. Das sind meine Fußabdrücke. Oh, die gehen weg. Dass ich jetzt hier kein Krokodil triggert, das wollte ich eigentlich sagen. So, nochmal gucken. Wie viel brauche ich denn dafür? 20 Stück und wir haben 14. War ja klar. 6 Stück brauche ich noch. Das sind nur Bretter. Ey, das kann doch nicht sein. Ich will noch keine Steine sammeln. Ich will erstmal das Schwert machen. Dafür brauchst du doch Stein. Ja, aber ich will jetzt noch keine sammeln für... also hacken sozusagen will ich noch keine. Ich will jetzt erstmal nur sammeln. Ich brauche erst das Schwert, dann kann ich die Hundis da wegmachen. Nee. So. Ach, jetzt habe ich mir ein Einhandschwert gemacht. Ach. Stimmt, das ist ein Einhandschwert, was ich freigeschaltet habe. Kein doppeltes. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Wieso habe ich hier kein doppeltes? Moment. Waffen. Ich brauche irgendwie kein doppeltes, obwohl ich das eigentlich habe ich doch frei. Ach ne, unten muss man das freischalten. Oder? Ich suche gerade die Zweihandwaffen. Ich bin heute etwas blind auf beiden Augen. Das ist doch Krieger, sind doch die Zweihandwaffen normalerweise auch. Waffen, Steinschwert, Steinkeule. Oder sind... Nee. Mal eben gucken. Reise. Ich soll Kleidung herstellen. Ich weiß, aber das mache ich erst, wenn ich da hinten... Ach nee, ich muss ja jetzt gar nicht mehr da hinten hin. Ach, stimmt ja. Okay, dann kann ich mir theoretischerweise was zum Anziehen herstellen. So. Das sagt dir die Reise doch nochmal, oder nicht? Ja, ja. Darum geht's ja. Jetzt habe ich es aber in der falschen Reihenfolge gemacht, oder? Ne, eigentlich ist es egal, es ist nur Reise. So, Attributpunkt. Ah ja, genau. Oh, da kann ich direkt zum ersten Punkt gehen. Das ist gut. So. Dann. Achso, dann hat er die Klamotten direkt schon angezogen. Das war jetzt eigentlich nicht das. Also, das war auch das, was ich machen wollte, natürlich. Bettstatt herstellen. Das machen wir doch mal eben. Da konnte er jetzt den Zwirn selber machen, oder was? Sonst meckert der mich immer an. Okay, die soll ich platzieren. Ja, das können wir ja auch mal kurz machen. Wobei, nee, da brauchst du nur Fasern für. Wobei das ja nicht unsere Base wird, ne? Die Frage ist, sollen wir so direkt schon mal durchlaufen zu dem Platz, wo wir... Bist ich weiß du gerade nicht, wo natürlich. Du eigentlich bist. Ja, ich konnte das Bett nicht platzieren, deshalb komme ich hier nicht weiter. Ach, da hinten? Weil die, der hat meine Hundi ist getötet. Nein, nur eins. Du hast mein Hundi getötet. Armes Hundi. Du bist ein richtiger Sau. Ich hab gegrillte Keule von dem Eber Hund gekriegt. Ach nee, das war gar nicht von dem Hund. Steine. Ach so, genau. Ich wollte dich doch töten wegen dem Essen. Ja, toll. Du bist wieder gut. Ich sag das extra noch. Alles mit Ansage hier. Ich bring den dann um, weil wir brauchen Fleisch. Und was machst du? Ja, du hast gesagt, das sind mir 2. Also hab ich einen jetzt... Ja, einer kommt jetzt, wenn wir da hochgehen. Also lauf jetzt nicht zu weit vor.
Weil wir machen den da hinten. Moment, ich zeig mal eben kurz, wenn er mich jetzt nicht angreift. Hier oben wollen wir hin. Genau an den Punkt. Das ist mein absoluter Favorit, mein Lieblingspunkt auf dieser ganzen Karte, wo man bauen kann. Und ich habe auch ganz Tolles damit vor. Hundi. Hundi. Oh. Hundi. Hundi hat meine Waffe in den Hintern bekommen. Entschuldigung, Hundi. So, ich habe aber noch keine Dings gemacht. Warte mal. Da brauche ich wieder 20 Steine für, war ja wieder klar. Eins, zwei. Ich nehme den gleich auseinander. Oder du, oder hast du da schon eins gemacht? Ich habe es auch auseinandergenommen schon. Ich meine jetzt das Erntemesser, ob du das schon gemacht hättest. Mhm. So, wo haben wir dich denn? Abheutemesser, nicht Erntemesser, Entschuldigung. So. Dann nehmen wir den Kadaver auseinander. So leid ist mir jetzt fürs Hundi tot. So. Ich hoffe, ich verreck jetzt nicht. Also wir sollten uns entweder schnell aufmachen oder vorher noch ein Lagerfeuer machen. Ich soll erst einen Gegner erschlagen. Ja, das kannst du unterwegs... Nee, unterwegs lieber nicht. Du kannst einen Hirsch erschlagen. Oder willst du da oben hoch und dann links den Hund noch machen? Da ist nämlich noch einer. Mhm. Aber dann schnell, weil ich verreck ja sonst gleich, weil ich nichts essen kann. Doch, du hast doch Essen drin, oder nicht? Nö. Eine Keule. Ach so, doch, Moment. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, die hast du extra gekriegt, damit du diese Reise machen kannst. Wahrscheinlich. Das ist ja cool. Ich bin satt, mach du mal, was du willst. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch anhält. Ich sammle hier noch ein paar Pflanzenfasern in der Zwischenzeit. Achso, eins sollte ich übrigens noch dazu sagen. Ich habe das Volumen, wie viel man einsammeln kann, habe ich ein bisschen erhöht. Weil ich bin ganz ehrlich, im Let's Play ist es, also wir haben es ja im Original gespielt, im ersten Teil. Und es hat sich gezogen und gezogen. Und in diesen Let's Play, also in Staffel 2, möchte ich dann nicht, dass es so langweilig ist, dass man stundenlang irgendwas am Grinden ist von den Rohstoffen her. Ich werde das auch ein bisschen... Oh, es wird dunkel. Oh, oh. Ich werde das auch so ein bisschen zusammenschneiden, damit man halt nur die Sachen sieht, die auch interessant sind. Zum Beispiel jetzt nicht eine halbe Stunde, wenn ich auf dem Epi hier warten muss. Wo bist du denn jetzt? Ich stehe immer noch hier oben. Ach, da bist du. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir jetzt mitten in der Nacht tatsächlich da rumlaufen sollten. Warte mal, eine Fackel könnte ich mir mal kurz machen. Das ist eigentlich ganz gut, wenn ihr unterwegs seid. Oh, die hält aber nur 3 Minuten. Oh, ich kann nur die behelfsmäßige, ne? Stimmt. Oh, 3 Minuten. Wir laufen länger als 3 Minuten, oder? Mhm. Ich habe Angst, Schatz. Ich will nicht durch die Dunkelheit. Da sind überall Krokodile. Also, wir haben 6 Minuten Zeit, um da hinzukommen. Oder die Nacht zu überstehen. Eins von beiden. Hier brauche ich das ja noch nicht unbedingt. So. Ja, wir gehen doch jetzt los, oder? Ich bin jetzt so. Ja. Also, wir machen das jetzt so. Wir gehen ungefähr hier so durch. Immer dem Wasserlauf entlang. Und dann, ich glaube, hier war das. Ist ein Wasserfall. Da klettern wir hoch. Denkt dran, Achtung Krokodil. Und dann laufen wir nach hier. Oh, und bist du denn jetzt? Ich komme und stehe hier direkt schon wieder in der Dunkelheit drin. Super. Einmal was gezeigt und schon in der Dunkelheit. Du kannst dich um Hundi kümmern, ich laufe dann schon mal. Ich weiß nicht, wo du hergelaufen bist. Vielleicht stehe ich direkt hinter dir. Ach, da! Ich bin das Monster aus der Dunkelheit. Ich meine, das Einarmschwert ist schon ganz gut. Da kannst du nämlich die Fackel halten und kämpfen. Da hinten ist ein Hundi, wo du hinläufst. Ja, da will ich ja gerade hin. Ich brauche einen Kadaver. Warum rennt der weg? Ich denke, du musst jemanden umbringen. Ja, hier vorne war doch auch einer. Ich dachte, den hast du extra nicht gemacht, weil wir da hin wollten. Jetzt ist er wieder weggelaufen. Der Epi macht mich heute wahnsinnig irgendwie. Immer ist er weg, wenn man mit ihm irgendwas machen will. Ich habe jetzt Reisen freigeschaltet. Ja, ich muss noch das Bett platzieren, aber wir müssen dafür erstmal hinkommen. Ich kann ja nichts machen, wenn ich hier nicht weitermachen kann. Hä? Ja, du stehst ja immer noch da rum. Ja, ja, ich komme. So, mal gucken. Ich glaube, es wird schon langsam wieder hell, wa?
Das sieht ja cool aus. Das sieht aus wie eine Sonnenfinsternis da hinten. Das muss man auch dazu sagen, ich habe es ein bisschen schneller eingestellt, weil es halt auch im Dunkeln, ne, filmt sich nicht so schön. Pass auf, hier sind während des ganzen Laufs Krokodile, das weiß ich noch, auch wenn es schon länger her ist. Und Wildschweine habe ich gesehen. Und einmal habe ich sogar ein Rhinoceros am Wasser gesehen. Also da musste auch... also ein Nashorn. Ich hab überhaupt keine Wildschweine hier gesehen. Ja, ja. Ich habe dann Rudel von 3 Wildschweinen irgendwann Richtung Ende auf der linken Seite gehabt. Ja, noch brauche ich keine Fackel. Ich behalte die erstmal für Notfälle. Bist du noch da? Ein bisschen hinter mir. Okay. Hier sind irgendwo Hunde auch, glaube ich. Da oben? Ich ja, auf der rechten Seite schon mal, glaube ich, ja. Wenn mich irgendwas laut anschreit, sage ich, oh, Krokodil. Oh, da hinten sind Blutstropfen. Ich höre was. Aber was leuchtet da? Da ist auf jeden Fall ein Krokodil. Irgendwas habe ich gerade gehört. Hier ist es sehr dunkel. Oder hast du mich jetzt so angegrunzt? Bist du jetzt eingeschlafen beim Laufen? Nein, mir ist ein Vieh hinterhergegangen. Und das ach so. Ist leider gerade. Oh, links ist auch einer. Oh. Ein Hund. Nee, ein Krokodil. Er ist schon wieder Kilometer weit weg. Ja, ich kann nicht anhalten, wenn mich Krokodile verfolgen. Aber du kennst die Strecke ja. Ja, aber man könnte zusammenlaufen. Wäre vielleicht besser. Ja, aber ich stehe bestimmt nicht hier rum, während mich ein Krokodil verfolgt. Also wenn du nicht mitläufst. Wir laufen hier die ganze Zeit rum. Ja, das ja. Kommt immer noch hinterher. Aber ich sehe dich tatsächlich. Ja, jetzt ist meine Fackel kaputt gegangen. Super. Deswegen habe ich 2 extra eingepackt, Schatzi. Aha. Da sehe ich aber das Krokodil auch nicht und das Krokodil sieht mich nicht. Ja, genau. Red dir das immer schön ein. Hier sind übrigens auch Pilze und Wild ist hier so rechts und links. Ah, das ist gut. Es wird gerade wieder hell. Hä? Das Krokodil ist gerade an mir vorbeigelaufen. Das kam gerade wieder. Von dir zurück. Ja, das kann sein. Und dann hat aber Frage keine ist, kann ich hier mal eben stehen bleiben? Ich sehe jetzt hier gerade nichts. Ich bin nach einer Kurve. Ja, du bist gleich bei mir. Du bist jetzt nicht ernsthaft darüber am Laufen. Was denn? Nein, ja, ich kann mir schon willst du die Krokodile heilen? Extra aufscheuchen oder was? Nein. Ja, die sind aber in erster Linie habe ich sie immer links gesehen. Nimm mal die Pilze mit. Du nimmst auch nichts mit hier, ey. Nee, das mache ich lieber, wenn ich ausgerüstet bin und eine Rüstung habe. Da ist was auf der rechten Seite. Ich wollte gerade sagen, ja, links ist auch noch was, aber das war das ist alles. Auf mich aggro. Ja, weil du wahrscheinlich genau nach rechts jetzt rübergelaufen bist. Hier sind ganz viele Steine. Ich will die mitnehmen. So. Pilze nehme ich jetzt auch mal ein paar mit. Das können wir machen. Und Aloe Vera, das ist auch sehr wichtig. Jetzt diese noch nicht Lotus, ganz. Diese Lotusblume musst du mitnehmen, die gelbe. Die gelbe, ja, die habe ich gerade auch mal. Wofür brauchen wir die denn? Weiß ich gar nicht mehr. Die ist für Heiltränke und so, also für Tränke. Ja, das ist Aloe Vera eigentlich. Die andere brauchst du doch nein. Gar nicht, oder? Doch, die gelbe brauchst du auch. Boah, ich dachte gerade, ein Krokodil schnappt nach mir. Musst du das so auffällig, unauffällig machen? Ja, es ist abgehauen, ey. Ja, ich denke, du hast schon jemanden getötet da oben. Hab ich unten auch. Ist dein Krokodil. Es kommt aus dem Nil. Oh, ich glaube, das fand es nicht das so gut, wie ich am dir, Rhein ja. Bin. Ja, ich sehe es. Ich lass dich dann zurück. Viel Spaß mit dem Krokodil. Oh, ich habe keine Ausdauer, keine Ausdauer. Links ist eine Herde von Wildschweinen. Wo? Links? Links 3 Wildschweine, genau wie ich gesagt hatte. Oh, und rechts ist ein Krokodil. Das geht aber zu dem Wildschweinen. Nein, das geht zu mir. Tschüss. Tatsächlich, das ist ein Wildschwein. Und ich laufe direkt noch an einem vorbei. Ja, ich bin ein bisschen höher gelaufen. Ich bin dann mal weg. Mhm. Aber die verfolgen mich scheinbar jetzt nicht mehr so. Aber wir müssten eigentlich bald an dieser Stelle mit dem Wasserfall ankommen. Links sind wieder Wildschweine. Oh, hier ist Eisen. Ja, verfolgt mich hier gerade was? Ich nehme auch Eisen mit. Verfolgt und Kohle. Mich hier gerade was? Nee, ne?
Kann ich überhaupt was machen? Wahrscheinlich habe ich keinen. Doch, ich kann. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, einfach ich bin schon Zahlen überladen. Auswählen. Ich muss aufpassen. Weil du so viel Eisen mitgenommen hast, oder was? Ja, generell einfach zu viel Zeug schon. Ich seh dich. Ui. Boah, das warst du. Sag das. Nein. Doch. Mann. Ich bin überlastet. Scheiße, ich muss was abwerfen. Ja, mach das, weil da hinten sind Wildschweine. Denk dran, dann nehme ich das noch mit. Du musst, du darfst nicht überlastet sein. Da ist rechts ein Krokodil auch, ne? Das sind Steine. Oh Gott. Das ist hier noch nicht. Nach der zweiten Brücke theoretisch müsste das ungefähr kommen. Ich höre was. Vögel. Komm, Vögel. Tschüss. Ja, wie tschüss. Krokodil. Und Vogel. Vögel. Mehrere Vögel. Vögel, die mich mögen und sehr schnell sind. Lauf. Lauf. Hier ist Eisen im Wasser, ich kann es nicht mitnehmen. Oh, der ist immer noch hinter mir. Willst du mich veräppeln? Ja, ich musste erstmal hier oben auf den Stein gehen. Oh, jetzt hat er abgelassen. Boah. Wir werden gejagt, kann ich die erste Folge nehmen. Wir werden die ganze Zeit nur gejagt. Krokodile, Krokodile, Krokodile. Ganz viele. Krokodile. Ruhig schön, ist hinter mir. Er ist hinter mir, das erste, was ich mache. Erst noch mal ein paar Pflanzen mitnehmen. Oh mein Gott, ich habe das gar nicht so lang in Erinnerung. Lass mich in Ruhe. Weil ich dir auch nichts tue. Oh, sehr schnell. Da ist ja noch einer. Oh, war das auch so schlimm, als ich das erste Mal hier rumgelaufen bin? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, jetzt sind die hinter mir her. Nein, die sind alle hinter mir her. Ich bin diesen Vorsprung allerdings hochgelaufen. Achso, du bist hinter mir. Oh, ich höre was, ich höre was. Wir laufen einfach weiter. Zwei Stück auch noch. Hier rechts hochklettern. Hab ich mich erschrocken. Mann, ey. Mistvieh. Komm direkt hier rüber, dann triggerst du die nicht. Ah, und wenn ihr dann hier seid, habt ihr das Gröbste geschafft. Da ist sie, die wundervolle Insel. Noch sieht sie nicht schön aus. Die Veilcheninsel. Das ist übrigens auch ein sehr schöner Name nebenbei, Mac. Natürlich habe ich keine Ahnung. Kann ein Veilchen machen? Nee, die Tiere wollten uns gerade ein Veilchen machen. Hast du das mitbekommen? Ich glaube, die wollten was anderes von uns. Meinst du? Ja. Wir haben es geschafft. Und wir sind nicht mal gestorben. Wir sind endlich am Zielort angekommen. Doch es muss noch einiges getan werden. Und zwar müssen wir uns zum Beispiel eine kleine Basis aufbauen und uns ein bisschen einrichten und so weiter und so fort. Das werden wir allerdings erst in der nächsten Folge sehen. Und ja, ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.